Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns in Vanilla Bay. Und ja, ich habe ja in den letzten Folgen, beziehungsweise glaube ich sogar in der letzten Folge, zum Umbau aufgerufen. Da ich jetzt schon wieder weiter vorproduziere, kann ich natürlich noch nicht wissen, wie ihr euch entschieden habt. Daher werde ich jetzt hier erstmal von diesem Gebiet hier meine Finger lassen, um zu warten, wie ihr denn euch entscheidet, welcher Meinung ihr seid, wie wir das am besten anstellen wollen. Aber wir haben genug andere Schwierigkeiten und Sorgen in unserer Stadt, denn unser Verkehr, das ist ein Graus. Das ist einfach nur ein Graus und wir müssen versuchen, den vielleicht noch ein bisschen zu optimieren. Jetzt ist die Überlegung, wie. Ja, das ist eine gute Frage. Gehen wir doch mal ins Victoria-Viertel. Gibt es denn hier eine Möglichkeit, den Verkehr weiter zu optimieren? Man sieht, hier fahren sie alle rein. Hier passiert gar nichts. Der Kreisverkehr kommt hier total zum Erliegen. Das liegt hier an meiner kleinen Zufahrtsstraße. Zum einen. Und zum anderen, weil sie hier wieder rausfahren können. So, was haben wir denn jetzt hier für den Kreisverkehr geplant? So einen relativ großen, der kaum genutzt wird. Dann würde ich fast vorschlagen, wenn der sowieso so wenig genutzt wird im Moment, dass wir den vielleicht verkleinern. Und den eventuell auch noch effektiver gestalten. Das ist jetzt eben wieder die Preisfrage. Oder würden die vielleicht sogar hier rumfahren? Das müsste man mal ausprobieren. Jetzt kann ich hier, komme ich hier raus. Ja, so aber nicht. Das gefällt mir natürlich nicht. So, wenn ich das mal so mache. Dann sind die erstmal gezwungen, so reinzufahren. Ich will mal was ausprobieren. Vielleicht kriege ich ja die doch noch auf die Spur gelotst. Und zwar für alle, die nämlich im Endeffekt hier drauf fahren wollen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Jetzt mal ein Stück nach oben. Schon mal interessant aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt auf die andere Seite fahren würden, wenn sie auf die Autobahn wollen. Oder ob sie das links liegen lassen. Aber man sieht schon, der Bus hat sich jetzt da eingeordnet und der fährt jetzt rüber. Schau mal an. Dann könnte man so den Kreis vielleicht sogar ein bisschen effektiver nutzen. Dann würde ich ganz einfach, damit sich das hier nicht ganz so schlimm staut, doch vielleicht eine etwas breitere Allee setzen. Und an dieser Stelle, weil wir gerade im Straßentool sind, eine kleine Ankündigung. Wenn ich die Folge aufnehme, ist jetzt ja der 19.10.2017. Das bedeutet, heute in knapp 6 bis 8 Stunden werden wir Queen Cities bekommen. Aber nicht nur das, sondern es wird ja auch wieder ein kostenloses Update erscheinen für alle.
Und in diesem kostenlosen Update sind sogar, ja, die Straßen mit in den Editor, ja, eingeflossen. Bedeutet, wir können dann unsere eigenen Straßen konstruieren. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Die Entwickler haben sozusagen die Straßen komplett freigegeben. Und da dürfen wir uns auf einiges gespannt machen. Ich möchte mal noch nicht weiter vorspoilern, sondern wir schauen uns das dann wirklich gemeinsam an, wenn es soweit ist. Aber ich freue mich da schon riesig drauf. So, ich reiß das hier nochmal kurz ab. Damit wir das hier nochmal zusammenbringen können. Machen wir das Ganze mal so. Ja. Und jetzt bauen wir hier nochmal unsere Abfahrt. Das klappt nicht. So, wo klebe ich hier fest? Okay. Wollte schon versuchen, da hochzukommen. Ah, warte mal, jetzt hat er mir die Straße ja auch abgerissen. Warum auch immer. So. Das. Und jetzt brauchen wir nochmal dieses Tool. Und dann bringen wir das hier nur zusammen. Das ist von der Höhe her ein bisschen blöd, oder? Das müsste man vielleicht mal bisschen schöner hinbekommen. Na, so vielleicht den nicht unbedingt. So, mal gucken, dass wir hier nicht eine ganz so steile Kurve bekommen. Und das vielleicht nochmal gerade miteinander verbinden. Mal gucken. Nee. Sieht auch nicht schön aus. So, warte mal. Hier schon mal ein Stück nach oben. Auch nicht. Warum komme ich jetzt hier nicht dran? Das ist aber blöd. Müssen wir es nochmal so versuchen. Ja, das ist... Naja. Schön ist es auch nicht wirklich. Mal sehen, vielleicht wird es ja sowas. Ah, schade. Ah, da stört der Pfosten. Hm.
Ah, jetzt hat er mir wieder so eine Kante reingebaut. Die möchte ich auch nicht. So wäre okay. So wäre erstmal okay. Jetzt haben wir also den Kreisverkehr ein bisschen effektiver genutzt. Das bedeutet jetzt einfach, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass die Fahrzeuge hier runterkommen. Jetzt wäre die Überlegung, das gleiche hier eventuell nochmal zu bauen, dass die nämlich auch hier die Spur nutzen. Ich probiere das auch nochmal aus. Vielleicht auch gleich so machen, dass hier gleich so ein bisschen vielleicht hochkommen. Und dann müssen wir das abreißen. Und so. Genau. Jetzt haben wir das so gemacht, dass praktisch hier auch die Spur effektiv weiter genutzt werden kann. Sieht natürlich jetzt ein bisschen grauenvoll aus. Aber ich glaube schon, dass es vernünftig ist. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo fahren die denn hin? Die fahren hier runter. Zu dem Kreisverkehr. Und jetzt hat er uns bei dem Kreisverkehr wieder Ampeln platziert. Die wollen wir natürlich nicht haben. Die nehmen wir raus. Die Stoppschilder würde ich ganz gerne in dem großen Kreisverkehr schon drin lassen. Aber jetzt sieht das Ganze doch eigentlich schon mal ein bisschen besser aus. So, das. Dafür, dass hier so wenig Verkehr, also die Verbindung wird ja relativ wenig angenommen. Die geht durch, die geht zum Kreisverkehr. Die meisten Fahrzeuge fahren witzigerweise auf dieser Spur. Da würde ich fast sagen, dass wir die... Wobei, jetzt fahren sie auch hier raus. Ne, dann lassen wir die mal da. Aber es sollte auf jeden Fall jetzt ein bisschen Verkehrsberuhigung geben. Sieht zwar nicht so ganz schön aus, aber dafür selten. Vielleicht kriegen wir das Ganze auch noch ein bisschen schöner geformt, aber... Für den Moment sollte es erstmal okay sein. Schauen wir mal, wie die Entlastung jetzt aussieht. Also auf jeden Fall ist schon mal wesentlich besser. Ist nicht mehr ganz so feuerrot. So, hier hochwärts. Da gibt es leichte Schwierigkeiten, sagt er uns. Wobei finde ich eigentlich noch, dass das hier relativ gut läuft. Aber klar, unsere Stadt soll ja größer werden. Müssen wir halt überlegen, ob wir die Allee nicht vielleicht doch vergrößern wollen. Das müssen wir uns dann nochmal echt überlegen. So, das wird jetzt hier besser angenommen. Jetzt staut sich hier wieder rein in den Kreisverkehr. Aber jetzt haben wir wenigstens, wie gesagt, so, dass die Spur hier auch mit genutzt wird. Das hilft uns natürlich. Die Stoppschilder bringen wirklich den Verkehr hier zum Erliegen. Was ist, wenn wir die Stoppschilder rausnehmen würden? Klicken wir mal drauf und gucken uns das Chaos dann mal an. Ob es dann perfekt ist.
Und dann würde ich doch nochmal sagen, dass ich das hier nochmal ändere. Ich versuche das hier irgendwie in die gleiche Form zu bringen. Dafür halten wir den Verkehr erst nochmal an. Gehen auf Abfahrt und jetzt sind wir mal gespannt. Halt, also so wird es nichts. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass die hier nicht gerade ausfahren können. Ach, die würden aber auch geradeaus durchfahren. Ah, gut. Das sind halt mutige Kreisverkehre. Okay. Das sieht doch, das sieht schon schöner aus. So, lassen wir das Spiel mal wieder laufen. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Dann könnte man hier vielleicht noch ein bisschen Begrünung oder sowas machen. Dann wäre das schon ganz okay soweit für den Moment. So, also hier fließt jetzt der Verkehr etwas schneller. Dafür kann er jetzt hier geradeaus fahren, was mir nicht so gefällt. Hier fährt er aber auch geradeaus zur Not. Gut, okay. Können wir so lassen. Hier geht es runter von der Autobahn. Das ist auch soweit okay. Sehr schön. Gut. Das sieht auf jeden Fall als erstmal flüssiger aus. Und wie wir hier sehen, ist der Kreisverkehr schon doch wieder eine Nummer beruhigter. Dafür ist die Straße hier völlig erschöpft. Weil wir hier wieder eine große Kreuzung haben. Wir haben hier eine große Kreuzung. Und diese großen Kreuzungen, das sind im Endeffekt unsere Probleme. Wobei hier das eigentlich gar kein Problem so wirklich ist, sondern eher hier diese lange Verbindung. Da müssen wir einfach mal gucken, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Krankenwagen. Der Krankenwagen will direkt dorthin. Okay. Er möchte hier durch. Also versuchen alle sich hier durch den Tunnel zu prügeln. Obwohl sie auch die Möglichkeit hätten, hier lang zu fahren. Fahren? Nein, hätten sie nicht. Okay. Was wäre denn? Kriegen wir hier noch eine unterirdische Verbindung dran? Können wir mal ausprobieren. Indem wir vielleicht mal eine normale Abfahrt bauen. Und versuchen die jetzt mal noch hier unten an die Säule ranzubringen. So. Schauen wir mal, ob Fahrzeuge dann auch hier lang fahren. Wenn die ja wissen, dass sie hier auch weiter kämen und auch direkt in die Stadt rein, könnte das natürlich ein Vorteil sein für die. Noch wird es nicht angenommen. So, hier machen wir ein Stoppschild rein. Und dann schauen wir mal, ob das... Ja, da, der erste hat es angenommen. Sehr schön, sehr nice. Dann machen wir doch mal jetzt hier einen schönen Screenshot. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, dann hinterlasst doch gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gern ein Abo. In diesem Sinne, euer Punky vom Punky Let's Zock. Bye, bye.